Morgen, ihr Lieben. Wenn sie schmutzig rein geht. Ja, heute nehme ich euch mit durch den Tag. Ich bin gerade auf dem Weg mit einem Kaffee in der Hand zum Auto von Papa, weil ich habe jetzt einen Zahnarzttermin. Oh, ich bekomme meine Brücke. Ich habe so eine Brücke für hier. Also das ist sowas wie eine Krone, aber nur ein bisschen breiter. Für mehr Zähne. Und der Papa ist bei den Kleinen. Also der bringt jetzt gleich die Luisa. Nein, er bringt gerade die Lara in den Kindergarten. Und bleibt dann mit der Luisa zu Hause, bis ich komme. Und fährt dann halt hoffentlich später in die Arbeit. Ich glänze noch voll, weil ich habe mir gerade mein Gesicht eingeschmiert. Ja, willkommen zurück zu den Daily Vlogs. Moment, ich muss auch jetzt ein bisschen Ordnung machen. Mein Papa, weil ich muss ja meinen Kaffee auch irgendwo hinstellen. So. Ja, willkommen zu den Daily Vlogs, meine Lieben. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Zahnarzt und ich melde mich danach. Yes, das Auto steht vor der Tür. Hast du deinen Autoschlüssel? Habe ich. Bye, bye. So, seht ihr diesen Brotkrümel da? Wen fütterst du da? Deine Spatzen? Die ganze Welt, alles klar. Tschüss. Baba. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, habe ich gerade den Papa abgelöst. Ich muss jetzt um meine Haare waschen gehen. Ich habe jetzt in der Früh keine Zeit gehabt, aber jetzt muss ich es auf jeden Fall nachholen. Ja, ich schaue ein bisschen zerwuschelt aus, weil ich halt beim Zahnarzt gesessen bin. Ich habe ein bisschen so hier eine halbseitige Lähmung, also Taubheit, weil ich da eine Spritze bekommen habe. Ich habe heute meine Brücke eingesetzt bekommen. Ich kann sie euch mal zeigen. Hier, diese da hatte ich, habe ich eine Brücke bekommen, einfach nur Brücke, weil, also es ist eigentlich eine normale Krone, aber da ist halt noch so ein Teil dabei, weil da ist ein Zahn da hinten ausgezogen worden vor längerer Zeit und damit das, wenn ich lache, quasi schön ausschaut, haha, weil ich so einen großen Mund habe, damit man das einfach schön, damit das schön ausschaut, habe ich heute eine Brücke bekommen. Ja, auch eine deftige Rechnung. Ich kann es euch mal zeigen. Und das muss ich bezahlen. 3.092 Euro. Ist aber ein guter Preis, sage ich mal, für links und rechts. Und ja, habe sogar 300 Euro Rabatt bekommen. Mengenrabatt. Ja, finde ich nicht schlecht. Ne? 10% Rabatt. Ja, kann man machen. Voll nett von ihr. Auf jeden Fall. Ja, ich bin arm jetzt. Die Kuschelmausi habe ich auch wieder. Bibi, warst du mit Papa? Warst du mit Papa? War der Papa lieb zu dir? Ja? Nein? Der Papa hat dir einen Krapfen gekauft. Magst du den essen? Nicht? Krieg ich einen Kuss? Nein? Krieg ich einen Kuss? Krieg ich einen Kuss? So, die Mama geht jetzt Haare waschen, ja? Gehst du spielen? So, Haare sind jetzt gewaschen. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen schminken, habe ich mir überlegt. Ja, ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei den ganzen Kommentaren unter meinem Video, wo ich so ein bisschen über YouTube plaudere, über das Jahr 2019. Und da muss ich wirklich sagen, wow, also da gibt es so viele Leute, die schon so lange dabei sind. Und so liebe Kommentare geschrieben haben, das beeindruckt mich dann immer wieder. Ja, es erinnert einen doch, ja, dass da hinter der Kamera quasi so viele Menschen sitzen und einen zuschauen. Und ja, danke dafür und wirklich ganz herzlichen Dank für euren Support, dass ihr unsere Videos guckt. Und ja, vielen Dank dafür. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall schnell schminken im Schnelldurchlauf. Für die Leute, die es übrigens interessiert, ich werde alle Produkte, die ich jetzt auftragen werde, unten verlinken. Einmal für Deutschland, einmal für Österreich, weil auch unter dem anderen Video Fragen kamen, was ist denn da jetzt mit dem Perle und was ist das? Deswegen werde ich die Sachen, die ich alle jetzt verwende und nutze, unten rein verlinken. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. We'll be right back.
So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig geschminkt. Ich habe jetzt nochmal nachträglichen Eyeliner nachgezogen, weil ich mich voll angepatzt habe. Kennt ihr das, wenn ihr Wimperntusche aufträgt und dann patzt ihr euch oben an? Und da habe ich mir gedacht, schaut doch voll doof aus, deswegen schnell einen Eyeliner aufgezogen. Ja, und fertig. Okay, ich glaube, ein bisschen zu viel Bronzer auf dieser Seite erwischt. So, meine Lieben, wir sind jetzt ready to go. Also ich habe jetzt noch schnell... Nein! Ich habe noch schnell Haare geföhnt, wie man gut erkennen kann. Und jetzt muss ich der Luisa ihre Socken wieder anziehen. Weil sich die Luisa immer die Socken auszieht, gell? Ja. Ja. Und danach holen wir die Mädels, oder? Holen wir deine Schwestern? Ja. So. Kannst du dich sehen? Luisa, da. Da. Kleine. Ist das die kleine Luisa? Bist du süß? Nicht? Oh ja. Du bist sogar zuckersüß. Meine Baby. Dein Baby. Mal anziehen, ne? Anziehen, anziehen. So, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause, eh schon ein bisschen länger. Ich habe jetzt schnell Nudeln noch gekocht. Mir ist leider auf die Schnelle nichts eingefallen, was ich heute zum Mittag kochen kann. Deswegen habe ich auf meine Geheimwaffe zurückgegriffen. Etwas, was immer schmeckt, den Kindern, also bei den Kindern gut ankommt. Nudeln mit Tomatensauce. Wer kennt's nicht, oder? Also meine Kinder lieben das und meckern nicht rum. Ist etwas, was man schnell zubereitet hat. Deswegen, yay. Und ja, ich werde die Kinder jetzt gleich zum Essen rufen und ein bisschen was arbeiten noch anschließend, danach nach dem Essen. Heute habe ich noch viel vor, weil die Lara hat heute ihren Tanzunterricht. Und ja, ich muss mal schauen. Ich bin ja auch gerade dabei, ein neues Intro zu machen für die Daily Vlogs. Und ja, das ist aktuell. Bin ich aber wieder voll euphorisch, weil ja wieder viele Videos kommen. Ich wieder mich gut dabei fühle. Und ja, so viel dazu von mir. Gut, meine Lieben, ich hole mal schnell die Mädels. Michelle! Ja. Essen kommen! Lara, Luisa, Serafina. So, wie ihr gesehen habt, die Luisa schläft und ich kann natürlich jetzt den Tisch abräumen, weil die Kinder stehen einfach straight auf, wenn sie gegessen haben und gehen einfach. Ich meine, wer kennt's nicht, oder? Sind bei euch die Kinder auch so oder räumen die brav ihre Teller weg? Also ich sag's wirklich jedes Mal so. Ich sag immer, Leute, für euch ist es ein Handgriff, ein Teller. Für mich sind es aber viele Teller. Aber wisst ihr, wie das ist, gell? Das geht hier rein und da wieder raus beim anderen Ohr. Aber was soll's. Auf jeden Fall muss ich jetzt los, weil die Lara jetzt tanzen. Deswegen, ja, schnell Lara anziehen und dann losdüsen. Die Luisa schläft noch. Und die Luisa nehme ich natürlich nicht mit. Die Luisa bleibt dann immer zu Hause, wenn ich so mit der Lara tanzen gehe. Und der Patrick passt dann immer auf sie auf. Der Patrick ist da eh ein sehr, sehr guter, großer Bruder. Der macht einfach dann einfach seine Hausaufgaben hier im Wohnzimmer am Laptop und hört einfach oder passt auf sie auf, wenn sie wach ist, spielt dann mit ihr. Wenn sie noch schläft, dann, ja, dann kümmert er sich um seinen Kram, bis sie aufwacht. Lara muss natürlich noch ihr Tanzoutfit anziehen. Sollen wir einen Zaubertrick herzeigen? Eins, zwei, drei, fang! So, meine Lieben, ich habe jetzt die Lara zum Tanzen gebracht und bin jetzt kurz zum DM gefahren. Ich musste mich im Foto ausdrucken. Ich musste mich für Laras Portfolio-Mappe, vielleicht kennt ihr diesen Begriff vom Kindergarten, vielleicht gibt es den bei euch im Kindergarten auch. Da hat jedes Kind so eine Portfolio-Mappe und für diese Mappe muss ich ein Blatt zu Hause gestalten und da möchte ich ein Foto ausdrucken von mir und von der Lara. Ja, deswegen mache ich das jetzt. Ich sitze noch im Auto, weil ich ein bisschen faul bin. Aber ja, gehen wir auf jeden Fall rein, stürmen wir rein in den DM. Park gerade davor und ja, let's go. Ja, das sind wir. Da muss ich hin zu den Fotos. Hier sofort drucken. Hier, der Papa ruft mich an. Hallo, Schatzi.
So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig im DM. Ich zeige euch schnell, welches Foto oder welche zwei Fotos es geworden sind. Ich war mir nicht so sicher. Also ich habe einmal das hier ausgedruckt. Das ist nicht süß. Und einmal das hier. Mal schauen. Vielleicht klebe ich beide sogar drauf. Wir werden es sehen. Und dann habe ich mir noch so einen Geschirrspülreiniger gekauft und einen Waschmaschinenreiniger. Bei diesem Geschirrspülreiniger finde ich voll cool, dass der... Also normalerweise muss man ja, wenn man seine Waschmaschine oder sein Geschirrspüler reinigen möchte, dann darf da kein Geschirr drin sein. Und bei dem, wenn man den reingibt, darf da Geschirr drin sein. Das finde ich cool. Deswegen habe ich den gekauft. Ich mache das immer so gern zwischendurch mal, wenn ich das Gefühl habe, dass das Geschirr nicht gut sauber wird oder bei der Wäsche, wenn die Waschmaschine ein bisschen zum Stinken anfängt. So, jetzt fahre ich wieder zurück. Die Lara hat zwar noch tanzen, circa 20 Minuten, aber ja, ich fahre trotzdem mal dorthin und warte dann im Parkplatz. Im Parkplatz? Am Parkplatz. Ja, und aber kennt ihr das? Also ich habe jetzt Fotos da ausgedruckt und wenn man dann sein Handy angeschlossen hat, dann sind natürlich auf dem Bildschirm alle deine Fotos, die du da so hast im Handy. Und jetzt, ich habe jetzt keine schlimmen Fotos, aber ich habe halt auch ein paar Fotos von meinem Haarausfall da oben. Und das ist dann so peinlich, wenn dann so Leute hinter dir stehen und du genau siehst, dass sie gerade da voll auf deine Fotos glotzen. Da habe ich mir auch gedacht, Junge, was ist los? Schau woanders hin. Aber ich habe mich einmal giftig umgedreht und dann hat er eh weggeschaut. Naja, die Neugierde ist halt da, ne? Um zu gucken, was haben andere Menschen in ihren Handys für Fotos. Ja gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss, Handy. Kamera. So, zu Hause angekommen. Werden wir unser Portfolio machen, oder Lara? Schaut mal, so schaut dieser Zettel aus. Da muss ich draufschreiben, für was ich dankbar bin. Und Name des Kindes. Du musst das lecken. Sophie, was machst du? Machst du so nervige. So nervige Sophie. Und Lara, welches Foto sollen wir daher kleben? Was gefällt dir besser? Ich hätte gerade gedacht, das wäre ich. So? Welches findest du besser, Lara? Das. Das? Wo wir beide lächeln? Mhm. Okay. Dann werde ich das ausschneiden und hier kleben. Warum nicht, wann wir das gemacht haben? Das haben wir schon, das ist schon länger her. Das haben wir vor circa einem Jahr oder so, glaube ich, gemacht. Mhm. Kann man gar nichts sehen, Herz. Kann man gar nichts sehen, Herz. Wir kann man ja gar nichts erkennen, wo soll ich die Kamera hinstellen? So. Soll ich das so wie ein Herz schneiden? Ja. Du machst das, ich schmier und du klebst das ran, ha? Machen wir das so? So, Valerie. Bitte schön. So schön. Heute ist der 20. Februar. Oh mein Gott, heute ist 20.02. 2020. So. Die Klasse. Ja. Und dann schreibe ich hier ins Herzchen rein, für was ich dankbar bin. Hm? Schaut mal, meine Lieben. Schaut das nicht schön aus? Süß. Da schreibe ich noch Sachen rein, für die ich dankbar bin. Und dann kann das die Lara morgen mitnehmen. Dann kannst du es in deine Portfoliomappe reingeben, Lara, okay? Ja. Ja. Der Papa hat mir einen Spiegel mitgebracht und zwar ist der vom Ikea. Der hat mir den schnell noch gekauft, weil ich einen Spiegel für mein Büro haben wollte. Das ist so ein Klappspiegel. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie der eigentlich ausschaut. Tada! Und ja, der kommt dann daher. Also wir wollten keinen für die Wand, sondern einen zum Hinstellen, falls uns der mal dann wieder hier nicht gefällt, dass wir den wegnehmen können, woanders hinstellen können. Ja, dafür muss natürlich der Sessel weg. Da muss ich mir noch überlegen, wo der jetzt hinkommt. Ja,
Fragen über Fragen. Auf jeden Fall möchte ich den da herstellen, dann so Stories drehen, so Outfit-Stories. Kennt ihr bestimmt, habt ihr vielleicht bei anderen gesehen. Könnt die Kinder diskutieren im Wohnzimmer. Ja, und hiermit wollte ich mich jetzt aber auch vom Vlog verabschieden. Ich glaube, der ist ja schon sehr, sehr groß ist. Ich werde das auf jeden Fall dann so machen. Das werde ich euch dann eh nochmal, also ich werde es auf jeden Fall vielleicht noch am Anfang des Videos einblenden. Tut sie bitte nicht streiten. Isa ärgert. Bitte tut sie nicht streiten. Komm, ich muss das Video noch filmen. Ja. Auf jeden Fall, geplant ist es so, dass von Freitag bis Mittwoch Videos kommen. Also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nicht. Uploadzeit wird sein um 15 Uhr. Also jeden Tag um 15 Uhr. Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Uhrzeit haltet. Ich finde es eigentlich recht cool, weil sie gut für Schüler passt, wenn die von der Schule kommen. Aber auch für Menschen, die von der Arbeit kommen. Die können das vielleicht ein bisschen später gucken oder wann man auch Zeit hat. Ja, ich möchte für mich auch ein bisschen eine frühere Uhrzeit, dann habe ich so, ja, mal wieder was geändert. Früher hatte ich mal 13 Uhr und was soll geil, alles mögliche für Uhrzeiten. Auf jeden Fall, ja, so wird es sein und ich hoffe, dass es klappt. Challenge accepted. Ich habe mir selber eine Challenge auferlegt von, ja, Daily Vlogging, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr motiviert und habe sehr, sehr mega Bock drauf. Und ich muss schauen, dass es nicht langweilig wird. Also das ist jetzt, ich werde nicht immer von morgens bis abends vloggen, sondern auch mal nur vormittags oder nur nachmittags. Oder ich werde natürlich mir da schon was überlegen, dass es für euch auch spannend ist. Und ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, mein Lieben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.